Red Bull in der Krise, liebe Motorsportmagazin.com-Leser. Ja, Russland, das war noch nie so richtig Red Bull-Land. Es scheint, als würde da der Putin Red Bull immer irgendwas in die Brause mischen. Nein, Sochi, das war wirklich noch nie Red Bull-Land. In allen vier Ausgaben, die es bislang gab, lief es noch nie wirklich rund für Red Bull. Der Abstand ist immer deutlich größer als auf allen anderen Strecken, was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass hier Power gefragt ist. Aber in diesem Jahr sah es auch wieder extrem eklatant aus. Im Qualifying haben 1,7 Sekunden auf die Pole-Position gefehlt. Man hatte fast das Gefühl, unser Shuttle-Fahrer hätte den Red Bull hier um die Strecke pilotiert, denn der ist ähnlich langsam gefahren. Nein, Scherz beiseite, das ist natürlich für Red Bull ein mittleres Drama, was sich in dieser Saison abspielt. Man hatte sich vorgenommen, mit um die WM zu kämpfen. Dr. Helmut Marko hat bei uns jetzt im Interview gesagt, hat man eigentlich schon abgehakt die WM, was sehr bitter ist, denn das Reglement, dachte man ja, kommt einem extrem entgegen. Aber aus verschiedenen Gründen läuft es einfach überhaupt nicht. Es ist aber mehr zu einfach zu sagen, es liegt jetzt nur am Renault-Aggregat, denn das Chassis ist auch nicht so ganz auf Augenhöhe. Da ist Mercedes und Ferrari ganz klar in dieser Saison noch vorne. Von diesen 1,7 Sekunden vom Qualifying schätzt man bei Red Bull kommen ungefähr 0,7 Sekunden auch vom Chassis. Also Verstappen hat auch beschrieben, ja, das Auto ist auf der Geraden nicht gut, aber in der Kurve halt leider auch nicht. In Barcelona kommt das größere Upgrade von Red Bull, da erhofft man sich sehr viel. Es wird vielleicht den weiteren Verlauf der Saison entscheiden, in welche Richtung es da bei Red Bull geht. Man hatte es ja auch in der Vergangenheit schon ein bisschen gesehen bei Red Bull. Ich glaube 2015 war es, als man auch keinen besonders starken Start in die Saison hatte. Aber dann ab Silverstone ist der Knoten geplatzt und dann ist es richtig losgegangen. Also Red Bull hat durchaus Potenzial, beim Chassis danach zu legen. Man wurde auch ein bisschen zurückgeworfen am Anfang der Saison mit dem Verbot. Der Aufhängung musste man ein bisschen nacharbeiten. Dem hinkt man jetzt allem ein bisschen her. Es dauert länger als gedacht und bei Red Bull ist man natürlich ungeduldig. 0,7 Sekunden kommen ungefähr vom Chassis, so die Berechnung. Das heißt, eine Sekunde kommt vom Motor. Red Bull überspitzt da natürlich ganz gerne. Im Qualifying ist der Rückstand auch noch ein bisschen größer. Aber das ist eine heikle Geschichte, eine heikle politische Geschichte aktuell. Denn die FIA hat sich hier in Russland hergestellt und gesagt, die Motorenangleichungsformel, diese Simulation, die man da durchgeführt hat, ja, die hat ergeben, dass alle drei Hersteller, Honda klammern wir jetzt mal aus, also drei von vier Herstellern innerhalb von 0,3 Sekunden auf einer Referenzrunde in Barcelona sind. Charlie Whiting hat uns das genauer erklärt, wobei diese Simulationsmethoden an sich so extrem kompliziert sind, dass auch der Rennleiter da nicht so ganz durchblickt. Die Motorenhersteller haben sich da im vergangenen Jahr alle zusammengetan mit der FIA und haben sich auf eine Simulationsmethode geeinigt. Red Bull allerdings poltert. Helmut Marko sagt, kompletter Blödsinn, diese 0,3 Sekunden. Russland ist auch eine Rennstrecke und da haben sie eine Sekunde hinten. Also der zweifelt das stark an. Er zweifelt auch diese Simulationsmethoden an, die die Hersteller da unter sich ausgemacht haben. Er sagt, wieso nimmt man nicht einfach die Q3-Zeiten oder die Q3-Leistungen her, wohin alle die Motoren voll aufdrehen. Also das ist ein heikles politisches Thema. Red Bull und Renault, das war ja mal eine ganz schwierige Beziehung. Im letzten Jahr wurde es dann ein bisschen besser, man hat sich wieder zusammengerauft. Jetzt offiziell will man nicht so richtig was gegen Renault sagen, aber dadurch, dass Renault jetzt diese Werksteam-Geschichte ein bisschen ernster nimmt, ist das natürlich auch ein bisschen komplizierter, denn Red Bull hat eigentlich Werkstatus, Renault muss aber auf der anderen Seite auch tatsächlich nach dem eigentlichen Werksteam schauen. Also ganz zufrieden ist man da auf jeden Fall nicht, sowohl von der Leistung als auch von der politischen Seite her. Renault hat ja auch dieses Simulationsabkommen unterzeichnet und haben sich darauf eingelassen und sagen jetzt, ja, das passt. Insofern schwierige politische Lage mal wieder für Red Bull. Abhilfe könnte schon ein kleineres Update in Barcelona schaffen. Nicht nur beim Chassis kommt da was, es kommt auch die neue MGUK, die 2017er MGUK. Renault hatte Zuverlässigkeitsprobleme in der Testphase und deswegen hat man von Saisonbeginn an eher ein älteres Modell eingesetzt. Das ganz große Leistungsupdate, von dem man ja sich ja eigentlich erhofft hatte, dass es in Barcelona kommen würde, kommt erst in Kanada. Man ist jetzt aber auch schon ein bisschen vorsichtiger geworden, bei Red Bull sich da die ganz großen Sprünge zu erhoffen. Über den Winter hatte man gesagt, die Simulationsdaten, die man da bekommen hat, oder die Prüfstandsdaten, die sind sehr, sehr vielversprechend, war da sehr zuversichtlich. Das ist jetzt so ein bisschen in die andere Richtung geschwenkt. Hoffen wir, dass Red Bull vielleicht noch ein bisschen eingreifen kann. WM-Kampf, wie Dr. Marko schon gesagt hat, der ist ja gelaufen, der Rückstand, den man jetzt hat. Auch wenn man jetzt richtig kommen sollte, für performance-technisch, die Punkte, die man jetzt schon verloren hat, sind doch relativ dramatisch. Und in einem Dreikampf mit Mercedes und Ferrari fällt es da schwer zu glauben, dass man noch zurückkommen würde.